Maske, Maske! Ich muss nochmal in die Maske. Ja, auf jeden Fall, aber da kann die Maske auch nichts mehr machen. Jens, Enrico, wir testen vornehmlich Bier. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen, doch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Also Guinness, herzlichen Glückwunsch. Also, absolut positiv überrascht. Aber auch... Wir testen halt auch andere Sachen. Andere Sachen. Also da brennt nichts an. Jedenfalls nicht, wenn man sich total blöd anstellt. Dann kam für mich das Highlight, das erste Mal Eigrillen. Unter anderem gab es dieses Sue-Streaming-Video von uns. Oh, da war es. Boah, Mundkuli, Junge. Boah. Oh. Genau, ihr könnt euch auch immer gerne bei uns melden, wenn ihr denn mal was getestet haben wollt. Richtig. Zum Beispiel besitzt ihr ein Produkt und möchtet darüber einen vernünftigen Test, um das zu verbreiten, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir testen das Ganze mal und stellen das dann, wenn ihr wünscht, es auch natürlich auf unseren YouTube-Kanal. So sieht's aus. Genau. Aber bei uns ist Regel Nummer 1 Ehrlichkeit. Also. Wir testen es schon auf Herz und Nieren. Und wenn es das nicht passt, dann sagen wir das auch. So, als wenn sich einer hier die Pulle in eine Schüssel schmeißt und da die Füße badet. Und das dann wieder auszapfelt. Ja, Mann, so. Das ist ein echtes deutsches Bier. Nee, ich meine, okay, wer das gerne trinkt, bitteschön. Das ist Blech, so. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ich jetzt so machen. Also traut euch, schickt das her, das Zeug. Macht uns in die Kommentare Vorschläge, was wir testen können. Wenn ihr anonym bleiben wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Ist genau. Kein Problem. Richtig ist, macht euch bemerkbar und liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Genau. Glocke an und bis dann.